Alduin. Keine Chance, mein Freund. Uns wirst du niemals aufhalten. Gehen wir weiter. Genau, Delfine, gehen wir weiter. Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, und Espen guckt wieder in irgendeine andere Richtung, weil er keine Ahnung hat, wo es überhaupt lang gehen soll. Ja, naja, in der Welt von Skyrim. Das ist die Welt, wir sind der Held. Und wir haben die dicksten Eier. Und wir kennen Arngeier. Ich bin direkt ja hinter euch. Was mache ich da? Keine Ahnung. Jedenfalls. Neue Aufnahme. Ich gucke erstmal auf die Karte. Wir reisen weiter auf jeden Fall zum Tempel der Himmelszuflucht. Zur Kartspitze, genauer gesagt. Und dafür müssen wir erstmal weiter hier nach Horikstadt. Und das werden wir jetzt auch tun. Auf nach Horikstadt. Ja, genau. In dem Tempo. Wir haben es gleich geschafft. Ich meine, wäre das angemessene Tempo für Esbären, muss man ja mal so sagen. Ich weiß, ich bin immer viel zu Esbären, bla bla bla, aber naja. So. Ihr habt gemeint, beziehungsweise einer von euch hat gemeint, dass es ja ganz gut wäre, wenn ich denn mal zu den Gefährten gehen würde, also in Weißlauf, mich da mal bei den Gefährten umschauen würde. Aber grundsätzlich eigentlich keine schlechte Idee. Es gibt ja auch eigentlich so drei Fraktionen. Einmal eben die Diebesgilde, die Gefährten und auch noch die Dunkle Bruderschaft. Und davon wäre eigentlich so, also davon wären die Gefährten so das, wo ich mich jetzt am ehesten hinbegeben würde. Jedoch. Okay, das Schild geht. Und es zieht auch alles ordentlich. Ja, das passt. Oh, sieht geil aus, der kleine Wasserfall. Ja, jedoch möchte ich mich erstmal ein bisschen anders orientieren. Wir nähern uns ja dem Jahresende. Und somit auch. Ach, wegen diesem einen Skiva. Hat der jetzt ernsthaft seine komische Feuerolle da in die Gegend beschwört? Ja. Auf jeden Fall, wo war ich genau? So, wir nähern uns dem Jahresende und somit auch dem Ende dieser Skyrim-Zeitspanne, der ersten, und damit auch dem Anfang der neuen wiederum. Genauer gesagt dann auch damit Folge 100. Wie hat er gerade... Egal. Die Kopfbewegung sah leicht komisch aus, aber nun gut, ist wohl Geschmackssache. Wir kommen doch gar nicht mehr so unglaublich langsam voran, wie ich gedacht hätte. Naja, aber wie gesagt, wir nähern uns jetzt der neuen Skyrim-Zeitspanne. Und mit dieser Zeitspanne der neuen, die dann kommt. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken. Oder besser gesagt, für diese Zeitspanne habe ich eben schon etwas Besonderes geplant. Wo die Gefährten jetzt nicht eingeschlossen sind. Da dürft ihr euch überraschen lassen, aber ja. Es ist eben nicht direkt das, worum es hier gerade geht. Und dadurch, dass wir jetzt Alduin... Oh Gott, wie dunkel es gerade eben war. Dadurch, dass wir jetzt auch Alduins Mauer näher kommen und somit den Schlüssel dazu, wie wir Alduin dem Oberdrachenboss besiegen können. Okay, dahin fliegt auch schon Drache eiskalt mal rum.
deshalb würde ich ganz gerne eben vor diesem Bosskampf, sag ich mal, ich weiß zwar nicht, wann der kommt, könnte natürlich auch noch sein, dass ein Stück hin ist, aber wir trennen die einfach schon vor. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Ja. Wenn ihr meint, ich dachte, irgendwas Besonderes, egal. Ja, und ich habe mir jetzt eben gedacht, dass es jetzt erstmal vor diesem Bossfight noch besser wäre. Erstmal, ja, sich so ein bisschen weiter zu leveln, weiter fortzubilden. Mehr Gegenstände, mehr Erfahrung. Mehr. Und in dem Sinne wird es dann eben auch einige Änderungen geben. Auf jeden Fall, ja, wir werden eben etwas anders machen hier in der ganzen Geschichte. Im Steuerungsgrad irgendwie, dass die Gegend dahin zwar geladen ist, aber nicht so schön voll mit unserem gemordeten Gras hier. Da schauen wir aber eh hin, wo uns wieder verschwindet. Supi. Naja. Oh. Ist das etwa schon... Tatsache, das ist schon Rorikstadt. Nicht schlecht. Und da hinten ist immer noch der Drache und... Oh, ich glaube, kommt er von zu? Kommt der Drache dahin davon zu? Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein Drache. Hilfe. So. Ja, meine FPS sagen mir auch, dass ich die Lichter hier gemoddet habe. Danke, FPS. Hättet ihr mir nicht so mitteilen müssen. Ja, Rorikstadt entdeckt. Ist ja wunderbar. Kuhweindorf. Okay. Warum auch immer das jetzt dunkler wurde. Mhm. Bauernhof. Man, ich will überall reingehen können. Das ist voll scheiße, wenn man hier alles irgendwie so aufbrechen muss. Okay. Oha. Was ist das denn da hinten? Das sieht fett aus. Irgend so ein Leuchtkegel, Lichtkegel, wie auch immer. Oha. Die Drehung, das da gerade eben sah übrigens ein bisschen unnatürlich aus, aber egal. Ich will jetzt erstmal gucken, wo ist das hin oder her? Ist sowieso nur ein kleines Ding, aber was macht ihr da gerade genau? Ah. Alduin. Alduin, ja, der jetzt einen neuen Drachen beschwört. Nämlich diesen Kollegen da vorne. Nahaglif. Im Hintergrund ertönt für mich diese mega geile Musik. Wir kämpfen jetzt mit den Wachen und natürlich auch mit unserer ganzen Hut hier von wegen Delfine, Espern und sowieso. Apropos Delfine und Espern. Wo seid ihr? Ah, okay, die beiden halten sich da unten. Oh Gott. Voll drauf. Eis. Wir können hier erstmal hier ein bisschen unseren Stab leer ballern. Auch wenn ich genau weiß, ob es jetzt so schlau ist, immer mit Magika in schweren Kämpfen zu arbeiten, weil ich eigentlich meine Magika immer lieber für... Okay. Lieber für... Heilung hab. Das war also, wie gesagt, wieder Alduin. Und der wirkt auf mich auch irgendwie so von der Farbe her allein schon so richtig so, ja, schwarz, richtig dunkel eben. Und wir haben jetzt schon mal so weit down, dass er nicht mehr fliegen kann. Ihn hat schon ein bisschen in dem Punkt zumindest die Macht verlassen. Und jetzt hauen wir hier mit unserem orkischen Zweihänder drauf und... Alduin. Keine Chance, mein Freund. Uns wirst du niemals aufhalten. Tja, so viel zu Alduins Versuch mit Nahaglif unser Vierer-Trüppchen ein bisschen in Schach zu halten. Ist wohl nichts geworden, mein Freund. Ich würde mal sagen, das war ein zwar kurz, aber trotzdem recht cooler Kampf. Seid ihr sicher, dass dies der richtige Weg ist? Oh ja, du. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Und ich glaube, Alduin ist sich da auch ziemlich sicher, dass wir gerade auf einem richtigen Weg sind. Denn, so wie das jetzt gerade auf mich wirkte,
hat er gerade schon so ein kleines bisschen Angst, mein lieber Alduin. Hm? Merkst du was, ne? Wir kommen hier dir etwas näher. Das Drachenblut naht. Und Lydia auch. Und Esbern vielleicht. Hoffentlich vergisst er nicht, wer wir überhaupt sind und wer Alduin ist und so. Und Delfine ist scheinbar gerade irgendwie auch weg. Ich lasse den Drachen mal wieder in Ruhe, denn ja, diese Drachenschuppen und Drachenknochen sind mir alle ein bisschen zu schwer. Okay, jetzt ist doch, Lydia ist doch da, aber wo sind die anderen? Egal, wir können ja sowieso ohne die reisen. Ich kann eben nur auf einem Ohr den Sound, keine Ahnung.